Sagen jetzt mal, Real Talk. Ey, ich bin selber noch ein Kind. Ganz ehrlich, ich pupse und ich freue mich. Aber nicht so heimlich. In der Stadt, ich. Oh, du bist so peinlich. Hier, guck mal, nix peinlich. Riech mal. Und du wolltest keinen Döner essen. Nimm mal eine Nase. Ich hab so Angst vor diesen, ich hab so dieses klassische Horrorszenario, hab ich richtig vor Augen. Weißt du, mit Frau und Kind im Auto, du fährst einkaufen, dann geht's direkt los. Ich hab Hunger, ich muss mal, wann sind wir da? Beim Einkaufen, ich will das haben, ich will das haben. Wir haben gesagt, nur eine Sache, ich will das haben. Ja, und dann kommt das Kind noch dazu. Habt ihr Klatschen verlernt oder wollt ihr nicht? Ah, war nur Spaß. Aber alle um mich rum kriegen gerade Kinder. Ein Kumpel von mir ist gerade Vater geworden und ich weiß noch, vor einem knappen Jahr kam er zu mir. Ich muss aufhören zu gehen, ich kriege keine Luft. Ihr denkt, ich spiele dick sein. Nein, ich lebe es. Vor einem Jahr kam er zu mir mit einem Ultraschallbild. Der war voll stolz. Das erste Ultraschallbild. Und dann guck ich mir das an und ich so, ah. Und er so, und? Und ich so, ah. Eine Bohne, krass. Und er so, nein, das ist mein Kind. Ich sag, ah. Da hat er mich gezwungen. Sag jetzt was Nettes. Und Leute, dann höre ich mich selber sagen. Sie hat dein Auge. Und er so, Dankeschön. Ja. Aber es ist wirklich, keine Ahnung, mit dem Kinderkriegen und so. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde Kinder wirklich richtig cool. Ja, die Eltern regen mich eher auf. Es gibt so dumme Eltern, Entschuldigung. Ja, ich will mich nicht in die Erziehung von Menschen einmischen, aber doch. Wie oft Eltern einfach ausrasten. Ich war, vor kurzem war ich auf Ibiza am Flughafen, okay? Und dann stehe ich da an diesem Kofferband und dann wartet man auf den Koffer. Warum? Weil die sind noch nicht da. So, was machen Kinder? Denen ist langweilig und dann laufen die da rum. So what? Ey, da war ein Kind, das ist auf dem Kofferband mitgefahren. Durch den Tunnel. Der kam gescannt wieder raus. Und nicht so geiler Typ, er lebt meinen Traum. Die Mutter ist völlig ausgerastet. Malte Frederik Bonifatius! Ja, wie heißt der? Die hat die wieder angebrüllt. Malte Frederik Bonifatius! Du kommst jetzt sofort von die Kofferband runter. Sonst nehmen dich andere Menschen mit und du kommst nie mehr zu uns nach Hause. Wo ich nur gerufen habe, tu es, Malte, tu es. Es ist deine letzte Chance. Toi, toi, toi. Ey, so Eltern, die immer ausrasten. Das sind auch die gleichen, die ja beim Elternsprechtag da sitzen. Ich weiß nicht, warum der so aggressiv ist, der Wichser. Reden wir noch von ihrer Tochter? Na sicher. Wow. Es gibt aber auch das Gegenteil. Es gibt so richtig so weiche Eltern. Die sind viel zu weich. Also nicht, weil sie fett sind, sondern einfach... Das wäre auch geil. Du bist viel zu weich, aber stolz drauf. Den merke ich mir, der war gut. Weich. Ja. Nein, mein Kumpel zum Beispiel, hier, Dr. Bohne. Ja, ich war vor kurzem bei dem, Kind gucken, macht man wohl, Welpenstreicheln, keine Ahnung. Und dann komme ich bei dem rein, alles voller Watte. Alles, die ganze Bude. Warum? Warum? Das Kind ist eine Woche alt, das liegt da. Nein. Es kann nichts, es liegt. Wie soll sich das Kind den Kopf stößen? Nein. Hunger. Schläft. Mehr passiert da nicht. Ey, selbst an der Deckenlampe war Watte. Ich sag, warum, Digga? Sagt er, ja, wenn sie sich da den Kopf stößt. Hab ich gesagt, Digga, wenn sich deine Tochter an der Deckenlampe den Kopf stößt, dann hat sie das auch verdient. Und was für Namen mittlerweile gegeben werden, Freunde. Wisst ihr, wie die heißt? Alexa Fiona. Ich sag, du nennst dein Kind Alexa? Ja, warum denn nicht? Ey, stell dir mal vor, du rufst deine Tochter und der Fernseher geht aus. Alexa, pum, scheiße. Und ich möchte mal ganz kurz eine Testfrage stellen. Ganz kurz mal, wo sind die Mütter heute? Hello Ladies! Eine Frage, welche von den Müttern würde den Vater alleine mit dem Kind zu Hause lassen? Hat aber kurz gedauert, ne? Ja, ich kann euch nur sagen, liebe Mütter, tut das nicht. Ich habe mit meinem Kumpel alleine auf Alexa aufgepasst. Alter! Der war richtig assi und ich erzähle das nur, weil es wirklich passiert ist, okay? Irgendwann habe ich gedacht, komm, ich bin mal nett. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich Alexa auch mal auf den Arm nehmen? Da guckt er mich an und sagt, nein, da warte ich, bis sie weint.
Und ich so, wie assi ist das denn? Guckt er mich an, wirklich passiert. Nee, nicht assi, ich weiß nur nicht, wo ich sie hingelegt hab. Alter, dann ging's los. Alexa, boom, Fernseher wieder an.